Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2. Hallo und willkommen. Heute ist Donnerstag, der 26. Januar. Ich bin Clemens Benke. Wie ist die aktuelle Nachrichtenlage in unserer Stadt? Worüber spricht man bei uns in Hamburg? In unserem Stadtnachrichten-Podcast bekommt ihr eure Hamburg-Infos täglich immer um 17 Uhr. Nicht wundern, wenn bei uns in Hamburg gerade Fahrzeuge ohne Fahrer euren Weg kreuzen. Die sind safe und das sind Tests für autonomes Fahren, die Verkehrsbehörde gerade am Laufen hat. Das sagte uns Verkehrssenator Agnes Tjax. Die Tests laufen schon. Es ist nicht ganz einfach, weil wir müssen uns da gemeinsam durch das deutsche Straßenverkehrsrecht arbeiten. Aber wir haben eine hohe Motivation, das zu machen, weil wir wollen die digitalen Dienste auch in die äußere Stadt bringen. Agnes Tjax, unser Verkehrssenator, heute im Gespräch mit Marco Steen aus der Hamburg 2 Nachrichtenredaktion. Und da hat er gute Nachrichten unter anderem zum sehr umstrittenen Thema Anwohnerparken. Ja, gute Nachrichten vor allem für alle Hamburger, die beruflich einfach darauf angewiesen sind, einen Parkplatz auch sicher zu bekommen. An dem Ort, wo sie arbeiten zum Beispiel. Marco Steen aus unserer Stadtnachrichtenredaktion hat mit Agnes Tjax gesprochen. Den Talk dazu gibt's gleich bei uns nach unserem Nachrichtenüberblick. Nach dem Messerangriff gestern Nachmittag im Regionalexpress von Kiel nach Hamburg ist das Alter des getöteten Mädchens korrigiert worden, von 16 auf 17 Jahre. Die Jugendliche und der getötete 19-Jährige haben sich gekannt. Schleswig-Holsteins Innenministerin Sütterlin Waag hat heute auf der Pressekonferenz gesagt: Ihre Angehörigen wurden über diese schreckliche Nachricht informiert. Ich bitte um Verständnis, dass ich aus Rücksicht auf die Angehörigen weitere Details nicht bestätigen kann. Außerdem sagte die Innenministerin, dass sie ausdrücklich betonen möchte, dass die Taten noch zu frisch sind und die Erkenntnisse noch nicht ausreichen, um bereits heute politische Schlussfolgerungen anzustellen oder Forderungen aufzustellen. Zum mutmaßlichen Täter Ephraim A. ist inzwischen bekannt geworden, dass er noch kurz vor der Tat gestern in der Kieler Ausländerbehörde gewesen ist. Dort hat der 33-Jährige eine Aufenthaltskarte beantragt. Er galt nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht als Intensivtäter und hatte 3 Vorstrafen. Er war unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden und hat bis vor kurzem noch in der Justizvollzugsanstalt Billwerder hier in Hamburg gesessen. Nachdem vergangenen Freitag ein mutmaßlich bewaffneter Mann im Hamburger Rathaus nach Bürgermeister Peter Tschentscher gesucht hat, fahndet die Polizei jetzt mit einem Phantombild nach diesem Unbekannten. Er soll 50 bis 55 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß sein, ein breites Kreuz haben und dunkelbraunes bis schwarzes Haar mit deutlichen grauen Strähnen. Er soll außerdem helle Augen und gepflegte Augenbrauen haben. Ein besonderes Merkmal ist eine Furche zwischen den Augen, heißt es von der Polizei. Er trug einen 3-Tage-Bart mit ausrasierten Wangen und wird als westeuropäischer Hauttyp mit eher blasser Haut beschrieben. Insgesamt soll er gepflegt gewirkt haben. Wer Hinweise geben kann, der wird gebeten, sich an die Hamburger Polizei zu wenden. Die Geflügelpest macht auch vor den Alsterschwänen nicht Halt. 19 Schwäne sind an der Krankheit gestorben, das teilt das Bezirksamt Nord mit. Das ist etwa ein Fünftel des gesamten Bestandes. Seit dem 10. Januar gilt wegen der Krankheit eine Stallpflicht für Geflügel bei uns in Hamburg. Schwanenvater Olaf Nies hatte für die Schwäne extra eine 600 Quadratmeter große Zeltstadt im Winterquartier am Eppendorfer Mühlenteich aufgebaut. Vielleicht war auch bei Ihnen heute Zeugnistag. Bis zu 257.000 Hamburger Schülerinnen und Schüler haben heute ihre Halbjahreszeugnisse bekommen. Das kann man bei uns in Hamburg grundsätzlich laut Schulbehörde ab der ersten Klasse bekommen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, zugunsten von Lernentwicklungsgesprächen darauf zu verzichten. Das entscheiden die Schulen. Für alle Eltern, Kinder und Jugendliche, denen das Zeugnis Probleme und Sorgen bereitet, haben die regionalen Bildungs- und Beratungszentren der Schulbehörde noch bis morgen Nachmittag einen telefonischen Zeugnisdienst eingerichtet. Diese Beratung dort ist vertraulich und auf Wunsch auch anonym. Diese und andere Meldungen hört ihr jede Stunde immer um 20:30 in den Hamburg 2 News. Tatsächlich die meisten Nachrichten aus unserer Stadt. Was ist euer Hamburg-Thema der Woche, Clemens? Markus Steen aus unserer Stadtnachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Hallo Markus. Hi. Markus, du hast dich ausführlich mit unserem Verkehrssenator, mit Agnes Tjax, unterhalten. Themen gibt es ja in Sachen Verkehr genug bei uns in Hamburg. Oh ja.
Hat dich irgendwas besonders überrascht jetzt in dem Gespräch? Ja, also ich finde schon, er hat eine ganz klare Mission und lässt sich auch von irgendwelchen Anfeindungen gar nicht aus der Spur bringen. Man kann ja geteilter Meinung darüber sein, ob das, was er da macht im Verkehr in Hamburg gut ist. Mhm. Er ist jedenfalls fest davon überzeugt und ja, wird dann irgendwann entweder die Lorbeeren ernten oder an der Kritik zugrunde gehen. Ihr habt über alles Mögliche gesprochen, dann wir hören ja gleich rein ins Gespräch. Genau, also viel ist natürlich Schienenverkehr, aber auch autonome Fahrzeuge sind Thema. Und was diese persönlichen Anfeindungen angeht, habe ich ihn gefragt, wie er sich eigentlich so dabei fühlt. Man sollte nur in die Küche gehen, wenn man auch die Hitze vertragen kann. Und beim Verkehr ist das so, wir haben jeden Tag etwa 2 Millionen Menschen, das weiß jeder in Hamburg, knapp 2 Millionen Menschen, die vor die Tür treten, ein Verkehrsmittel nehmen und bei mir melden sich dann meistens die, die nicht ganz so zufrieden waren. Aber wenn ich umgekehrt sage, wenn man nichts tut, regen sich die Leute auch auf. Also insofern, es ist wie es ist und muttert Mutt. Also insofern, wir marschieren voran. Halten Sie denn die Kritik an Ihrer Verkehrspolitik, die Sie oft als autofeindlich darstellt und als Fahrradsenator abstempelt, für komplett falsch? Ich bin der Verkehrssenator in Hamburg, der die meisten Straßen jemals saniert. Es kommt Autofahrerinnen und Autofahrern zugute. Es ist auch im Sinne der Erhaltung des Volksvermögens aus meiner Sicht eine richtige Strategie. Aber klar ist auch, ich habe ein Programm und das Programm lautet, wir wollen die Mobilitätswende und wir wollen, dass mehr Menschen Fahrrad fahren. Wir wollen, dass mehr Menschen öffentlichen Nahverkehr benutzen. Wir wollen aber auch mit Dingen, die mit der Verkehrspolitik gar nicht so viel zu tun haben, also Homeoffice und die Digitalisierung der Arbeitswelt führt einfach zu weniger Verkehr, weil wir wollen weniger Emissionen, wir wollen eine schönere Stadt und ich glaube, das ist eine Politik, wenn man nicht nur so in Schwarz-Weiß denkt, wo viele Menschen, selbst diejenigen, die auch eher ein Auto benutzen, fahren ja auch andere Verkehrsmittel, sich darin wiederfinden können. Ein aktuelles Beispiel, auf mehreren Einfallstraßen gilt seit neuestem nicht mehr Tempo 60 wie bisher, sondern nur noch Tempo 50. Das hatte die Bürgerschaft ja im November beschlossen. Aber jetzt wurden einfach die Tempo 60 Schilder abgebaut, ohne die Autofahrer nochmal zu informieren. Fällt es da Ihren Gegnern nicht sehr leicht, sie wieder als autofeindlich hinzustellen? Also es ist so, dass es ja ein Wunsch der hamburgischen Bürgerschaft, den gar nicht meine Behörde, sondern die Innenbehörde umgesetzt hat. Und der folgt der Logik, dass man gesagt hat, man möchte dort, wo Menschen wohnen und wo Tempo 60 gilt, sowie am Stadteingang, das ist konkret das Beispiel Amsingstraße, Tempo 50 machen, weil man ist dann in der Stadt und in der Stadt muss man sich im Verkehr noch etwas zivilisierter benehmen als außerhalb. Und vor dem Hintergrund ist es sinnvoll, dass man eben das 60 auf 50 reduziert und auch bei anderen Schilderumbauten, also wenn man jetzt Tempo 30 irgendwo einführt, das ist ja jetzt nicht ein Anwohnerflugblatt. Also insofern ist das, glaube ich, schon in Ordnung, wie das so ist. Aber wäre es nicht besser gewesen, diese Umstellung von Tempo 60 auf Tempo 50 konkret vorher nochmal zu kommunizieren, damit nicht der Eindruck entsteht, da fahren Autofahrer mit Tempo 60 in Tempo 50 Blitzer rein? Es ist so, dass, soweit ich informiert bin, die Innenbehörde die Blitzer auch noch nicht auf Tempo 50 umgestellt hat. Insofern gibt es ja auch eine Vorlauffrist und überhaupt eine Frist, um sich daran zu gewöhnen. Und insofern ist es wohl ein gleitender Übergang und das ist aus meiner Sicht auch in Ordnung so. Nehmen wir doch einmal das Beispiel Anwohnerparken. Das Altonaer Krankenhaus hat jetzt Klage dagegen eingereicht. Ja, das ist ein laufendes Verfahren, dazu können Sie nichts sagen. Aber Sie haben die Verweigerung von Ausnahmen bei Anwohnerparken für Handwerker und Krankenhausangestellte immer damit begründet, dass die Straßenverkehrsordnung keine Ausnahmen zulässt. In Berlin gibt es jetzt aber eine Ausnahmeregelung für Krankenhausangestellte, die im Frühdienst arbeiten. Wie passt das zusammen? Ja, es ist so, ich habe das ja vor einiger Zeit auch angekündigt, dass wir das Bewohnerparken evaluieren werden. Wir haben das jetzt in 3 Gebieten getan. Diese Gebiete zeigen sehr deutlich, dass der Parkraum, der vorher bis zu über 100% ausgelastet war, das bedeutet, dass die Leute schlicht auf nicht vorhandenen illegalen Parkplätzen verkehrsgefährdend parken, auch parken müssen, weil es keine Parkplätze gibt, dass diese Auslastungsgrade sich doch um 10-15% etwa reduzieren. Und in diesem Zusammenhang werden wir insbesondere auch für Angestellte der Frühschicht eine Ausnahmegenehmigung, eine Erweiterung der Ausnahmegenehmigung demnächst einführen, weil das dann eine in der Sache sinnvolle Sache ist, wo man eben auch möchte, dass sozusagen verschiedene Institutionen das auch etwas leichter haben. Gleichwohl ist es so, dass auch alle Institutionen, insbesondere die größeren, sich natürlich auch an ein eigenes Mobilitätskonzept machen müssen. Es ist so, dass wir natürlich auch die Erwartungshaltung haben dürfen, dass der Betrieb eben auch seinen Beitrag dazu leistet, dass der knappe Parkraum eben auch nicht nur vernünftig genutzt wird, sondern in Teilen vielleicht dann auch nicht genutzt wird, weil die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den ÖPNV beispielsweise umsteigen. Die Stadt Hamburg wird
ja hier im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket etwa eine Viertelmilliarde Euro ausgeben, um den öffentlichen Nahverkehr so günstig wie seit 1993 nicht mehr zu machen, allerdings bei doppelt so großer Betriebsleistung. Deutschland gibt es dann auch umsonst obendrauf, sodass wir hier ja sehr attraktive Angebote demnächst bekommen werden. Und ich glaube, dass dieses Hand-in-Hand-Wirken am Ende auch zu guten Paketen führen wird. Sie haben es gerade selbst angesprochen. Kommen wir zu den wichtigen Verkehrsplänen in diesem Jahr. Wann genau startet denn nun wirklich das 49-Euro-Ticket? Ja, momentan rechnet das Bundesverkehrsministerium Start 1.5. Hamburg hat im letzten Jahr schon begonnen, dafür die Vorreservierung anzunehmen. Wir sind startklar. Wir wollen auch starten. Wir begleiten diese Prozesse alle sehr konstruktiv. Es ist allerdings so, das müssen auch die Hörerinnen und Hörer berücksichtigen. Es ist quasi eine Revolution in der Nahverkehrswelt. Es gibt kein Ticket, das jemals so war. Es gibt momentan, nur als ein Beispiel zu nennen, momentan müssen eigentlich die deutschen Landkreise, derer 300 wir etwa haben, dieses Ticket einzeln genehmigen, weil es bisher kein deutschlandweites Ticket gab. Und das alles zu verändern, bis hin zur Beihilfeprüfung der EU-Kommission, den rechtlichen Rahmenbedingungen, die man braucht, damit das Geld auch ausgezahlt wird, das ist eben auch ein nicht ganz komplizierter Prozess, zumal die Beteiligten ja sehr unterschiedliche Ambitionen auf dieses Ticket haben, weil dieses Ticket im Harz eine andere Wirkung entfaltet als in der Stadt Hamburg. Und vor dem Hintergrund, wir wollen das. Wir wollen das so schnell wie möglich. Hamburg ist bereit. Wir werden das schnellstmöglich einführen und das darauf auch drängen. Aber ich bitte ein bisschen um Verständnis. Die Situation ist kompliziert und sie soll dann ja auch jahrelang halten. Es ist nicht nur ein dreimonatiger Verkehrsversuch wie das 9-Euro-Ticket, sondern es ist etwas, was wir dann ja über viele Jahre hinweg dauerhaft in Deutschland zum Glück haben werden. Sie haben zusammen jetzt auch mit dem HVV das Profi-Ticket digital angekündigt, auch da ohne Starttermin. Wann genau geht's los? Wir haben sozusagen das einmal ausprobiert, zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt. Insofern, da ich als städtischer Angestellter auch mein Profi-Ticket mit dabei habe, habe ich das jetzt auf dem Handy und wir werden das jetzt nach und nach in den nächsten Monaten beim Kartentausch für alle anderen Profi-Ticket-Inhaberinnen und Inhaber ausrollen, weil wir wollen, dass Menschen, die beispielsweise Lust dazu haben, das Ticket in die Apple Wallet bekommen oder einfach in die App und dass man dann eben auch, ich sage mal übersetzt gesagt, immer weniger sein Portemonnaie braucht. Man kann ja mittlerweile mit dem Handy zahlen, man kann dann mit dem Handy das HVV-Ticket dabei haben, fehlt eigentlich nur noch der Personalausweis und man braucht das Portemonnaie eigentlich nicht. Das ist schon eine schöne Erleichterung. Hamburg baut im Moment ganz gewaltig am Schienennetz. Welches ist für Sie im Moment das wichtigste Projekt? Ja, das größte Projekt ist ganz klar der Neubau der U-Bahn-Linie 5. Wir haben damit ja im Oktober letzten Jahres tatsächlich begonnen. Wir schreiben jetzt auch die ersten großen Hauptbaumaßnahmen aus und haben sie auch schon zum Teil vergeben. Wir sind immer etwas im Schatten davon, aber auch sehr wichtig ist das Thema der S4 durch Wandsbek, unseren größten Bezirk. Hier haben wir momentan auf der Regionalbahn 81 so 25.000 Menschen, die täglich benutzen. Mit der S4 sollen das im Jahr 2029 über 100.000 oder 100.000 Menschen sein. Das ist wirklich eine große Thematik. Ein bisschen im Schatten steht davon, aber auch ein sehr wichtiges Verkehrsprojekt ist das Thema der S32 in Richtung Süden. Da geht es ganz klar darum, die Menschen in Harburg zu entlasten. Das wollen wir in drei Schritten tun. Aktuell arbeiten wir an den Stationen, dass die Stationen Heimfeld, Harburg-Rathaus, Harburg einfach wirklich mal saniert werden und besser aussehen. Es ist ein dringend überfälliges Thema. Nach Harburg noch das Thema, dass wir natürlich auch die S-Bahn, die dritte Linie, die infrastrukturellen Voraussetzungen dafür schaffen wollen. Hier reden wir mit dem Bund intensiv dabei, es sind gute Gespräche und wir werden dieses Jahr mit den infrastrukturellen Vorarbeiten starten. Noch eine kurze Nachfrage zur S4. Sind die Bauarbeiten da planmäßig? Im Moment müssen die Pendler ja mit sehr viel weniger Zügen auskommen. Ja, die Arbeiten sind im Zeit- und ich darf auch sagen im Kostenplan. Das ist nicht ganz selbstverständlich bei den Baupreissteigerungen, die man hat. Und es ist sogar so, dass wir durch den Bau von zwei genau Behelfsbrücken sogar viele Sperrpausen haben ausfallen lassen können, dass die Bahn sich also sehr aktiv darum bemüht, trotz aller Schwierigkeiten, die es da gibt, das muss man auch dazu sagen, die Zahl der Sperrpausen und der Zugausfälle zu reduzieren. Das ist schon gut, was da abgeliefert wird. Und wir wollen natürlich jetzt in sehr kurzer Frist auch in die Auslage des zweiten Planfeststellungsabschnittes gehen. Das ist bis Rahlstedt dann. Das heißt, wir werden den öffentlich auslegen, dann wird das bearbeitet. Ziel ist ja bis 2027 Dezember bis Rahlstedt zu kommen und dann tatsächlich auch mit den S-Bahnen bis Rahlstedt zu fahren. Dort ist das Voraussetzung. Einmal zur U5. Der Bau wird ja über den Daumen gerechnet 2,5 Millionen Tonnen CO2 verbrauchen. Deswegen zweifeln Kritiker immer wieder an, dass der Bau dem Klima hilft. Wie sehen Sie das?
Wenn ich das jetzt gucke, und dann ist natürlich das Thema des Baus und der CO2-Emissionen im Bau ein relevanter Faktor. Und deswegen hat sich die Hamburger Hochbahn als Verkehrsunternehmen sehr intensiv damit beschäftigt, wie man auch die CO2-Emissionen während der Bauzeit reduzieren kann. Und das ist etwas, was ich sonst von keinem anderen Großprojekt in Europa kenne. Und wir sind in der Lage, in der Tat mit Dingen, die auch noch entwickelt werden müssen, aber wir haben ja hier einen Bauprozess über viele Jahre, ist unser Ziel, die CO2-Emissionen um 70% zu reduzieren. Und der Grund, warum das so wichtig ist, ist, wenn man sich weltweit anguckt, dann ist das ja nicht so, dass überall der Bau von U-Bahnen und Hochhäusern und Häusern eingestellt wird, sondern der geht überall munter weiter. Und der entscheidende Punkt ist, um auch zur Klimaneutralität zu kommen, sich die Frage zu stellen, wie schaffen wir es eigentlich, diese Entwicklung CO2-neutral zu organisieren? Und da gehen wir mit diesem Projekt nicht den letzten, aber schon einen sehr, sehr großen Schritt. Die Kritik, das geht ja hier um grünen Beton oder grünen Stahl, der eben bei der Erzeugung weniger CO2 verursacht. Die Kritik daran ist ja immer, das sind Technologien, die es noch gar nicht gibt oder die in dieser Masse noch gar nicht vorhanden sind. Können Sie die Kritik nachvollziehen? Die Kritik ist natürlich korrekt, das muss man so sagen. Der entscheidende Punkt ist ja, schaffen wir es zum Beispiel über Ausschreibungsverfahren, in dem diese Themen auch hartgestellt werden und so sind wir aufgestellt, diese Kapazitäten mitzuentwickeln. Schaffen wir es, diese zu schaffen? Und natürlich steht insbesondere die Zement- und die Stahlindustrie unter Druck, hier klimaneutraler zu werden oder klimaneutral zu werden. Und genau das organisieren wir hier. Das heißt aber auch, egal wie viel grünen Stahl oder Beton es in Zukunft geben wird oder auch nicht, die U5 wird auf jeden Fall zu Ende gebaut. Das ist das Ziel. Es ist doch völlig klar, dass wir eine U-Bahn anfangen wollen und dieses Projekt auch tatsächlich umsetzen wollen. Die Herausforderung ist zweifelsohne groß. Es ist, glaube ich, eins der drei größten Infrastrukturprojekte innerhalb Europas. Es ist ein Thema, was auch der Stadt eine ganze Menge abverlangen wird. Aber es ist eben auch eine neue Lebensader für die Stadt, an der in Zukunft 180.000 Menschen direkten Zugang bekommen, von der alle Menschen profitieren werden. Weil zum Beispiel der Weg aus Harburg zum UKE sich auch dadurch deutlich beschleunigen wird, weil man natürlich dann entsprechend mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof fahren kann, in die U5 rein und eine Haltestelle UKE, da ist man einfach viel schneller da als jetzt. Das heißt, es betrifft am Ende nicht nur die Menschen, die an dieser Linie wohnen, sondern alle Menschen, die in öffentlichen Nahverkehr fahren, werden durch eine sehr vernetzte Linie davon sehr stark profitieren. Sagt unser grüner Verkehrssenator Agnes Tjax. Den wir in diesem Gespräch sehr klar und sehr eindeutig erlebt haben, oder Markus, ist dir das auch so gegangen? Ja, das stimmt. Ich hatte es am Anfang ja schon mal gesagt, also er hat wirklich eine Mission und man hat das Gefühl, dass er sich auch durch Anwürfe von rechts, links, der Presse oder was auch gar nicht irgendwie beeindrucken lässt. Null, ne? Ja. Nee, da ist er sehr, sehr klar in der Geschichte. Ich glaube, ihm ist auch bewusst, dass nach allen Argumenten, die er hat und die er sich bestimmt auch von Fachleuten holt, dass er da auf dem richtigen Weg ist. Und er setzt das einfach durch, komme was wolle. Und dann muss man am Ende eben sehen, was dabei rauskommt. Ein sehr straighter Verkehrssenator, den wir hier haben. Das kann man ihm nicht absprechen. Vielen Dank, Markus. Immer gerne. Danke. Hamburg aktuell. Puh, was für eine Woche war das bis jetzt. Diese schreckliche Messerattacke gestern in dem Regionalzug von Kiel nach Hamburg. Der mysteriöse Mann, der in der Rathausdiele gestanden hat, angeblich bewaffnet und sich nach Bürgermeister Peter Tschentscher erkundigt hat. Seit Dienstag gibt es die Elbphilharmonie fürs Portemonnaie und der Dauerbrenner Elbschlick. Also viele, viele Themen, die uns in dieser Woche bis jetzt beschäftigt haben. Und dazu gibt es morgen nochmal eine Einordnung mit unserer Chefreporterin Carolina Koplin. Mit ihr blicken wir dann morgen nochmal auf diese bis jetzt doch sehr ereignisreiche Woche zurück. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und für Kritik, Fragen, Vorschläge und Anregungen könnt ihr euch jederzeit bei uns melden unter stadtnachrichten@hamburg2.de. Ich bin Clemens Benke. Bis morgen dann. Tschüss. Hamburg aktuell. Der Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2.